erzählen. Frankreich hat Marine Le Pen. Deutschland Frauke Petri. Die Rechtspopulisten gewinnen an Macht. Falk Richter und Stanislas Nordey schauen in dem Theaterstück Je suis Fassbinder auf die neuen Rechten und auf uns. Ils sont juste trop nombreux. Et Merkel s'est trompée, elle a fait une erreur. Personne ne sait plus qui séjourne dans ce pays. Ils veulent faire gicler leur sperme dans les femmes allemandes par la violence. C'était la guerre civile, Rainer. On n'est plus en sécurité. C'est pas dans le texte. Oui, mais c'est bien. Das Stück spiegelt die Realität. Sprüche über die Flüchtlinge und über die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht könnten so von einer Pegida-Demonstration oder einem AfD-Parteitag stammen. In dem Stück 4, das Falk Richter bereits an der Berliner Schaubühne inszeniert hat, werden die Mitglieder der AfD zu Zombies. Das totgeglaubte rechte Gedankengut ist wieder auferstanden. Persönlich auf jeden Fall mache ich mir große Sorgen, weil ich habe das Gefühl, dass das Klima in der Gesellschaft sich enorm verändert, dass politische radikalrechte Positionen immer wiederholt werden können und dürfen im Internet und es ist so ein Dammbruch passiert. Falk hat wirklich Angst. Das kann ich raushören, wenn ich mit ihm spreche. Weil die Zombies wiederkommen, die man für tot gehalten hat. Aber ist das nicht auch ein bisschen naiv zu glauben, sie wären wirklich tot gewesen? Falk Richter hat das Stück Je suis Fassbinder für das Nationaltheater Straßburg geschrieben und zusammen mit dessen Direktor Stanislas Nordey inszeniert. Gerade ist es in Paris zu sehen. Stanislas Nordey spielt selbst die Hauptrolle. In dem Stück geht es um Rainer Werner Fassbinder, der mit seiner Mutter über die Terrorangst im Deutschland der 70er Jahre redet. Nein? Ist das Schlimme bei den Terroristen nicht vielleicht, dass sie vielleicht sogar Gründe haben, die du verstehen könntest? Aber eigentlich geht es um uns und den Terror. Wie wir auf die Bedrohung von außen reagieren. Don't think. Und was das neue Je suis eigentlich zu bedeuten hat. Es ist völlig schwammig, dieses Je suis Charlie. Die Rechten in Deutschland haben auch überall Je suis Charlie geschrieben. Und in dem Moment, wo ich sie dann in vier kritisiert habe, sind sie gegen mich vor Gericht gezogen. Also das ist alles völlig widersprüchlich. Und um diese Widersprüchlichkeit dieser Identitätsfindung in Europa im Moment geht es auch in meinem Stück. Je suis troublée, j'ai peur. Je suis l'Europe. Je n'ai pas d'identité. Ich bin Europa funktioniert auf jeden Fall nicht. Die Menschen sind zu unterschiedlich. Ein aufgerütteltes Europa, überrascht von den Ereignissen. Das eigene friedliche Leben scheint in Gefahr zu sein. Ich war nicht von den Ereignissen überrascht. Ich war vielmehr überrascht, wie sehr wir uns, wie Ödipus, die Augen ausgestochen haben, nur um nicht zu sehen, was um uns rum auf der Welt passiert. Und wenn jetzt auf einmal Menschen kommen, die uns die Augen öffnen, Flüchtlinge oder auch Terroristen, dann müssen wir die Augen aufmachen. Ich lebe lieber mit offenen Augen als in einer vollkommen aseptischen Welt, die vorgibt, das wahre Leben zu sein. Aber die Fremden, die auf einmal über die Grenzen Europas kommen, machen vielen ganz einfach Angst. Angst vor Veränderung. C'est quelque chose, un bouleversement, une tempête. Mais nous sommes quelques jours avant l'explosion d'une. Mais tout va changer, tout. Es ist so, dass, wenn man sowieso verunsichert ist, eine Sehnsucht hat nach ganz einfachen, unterkomplexen Lösungen und hofft, dass die Probleme, die wir haben als komplexe Gesellschaft, sich ganz schnell lösen lassen. Also die versprechen uns ja im Grunde, wenn wir alle Muslime rausschmeißen und wenn plötzlich die Frauen sich wieder so verhalten wie in den 50er Jahren und die Männer wieder das Regime in der Familie übernehmen, dann sind alle Probleme gelöst. Aber das wird nicht so sein. Mama, est-ce que tu m'as un jour aimé? Die Figuren fühlen sich innerlich zerrissen und von außen bedroht, haltlos. Sowohl privat
als auch in ihrem Land. Es gab einen Moment, da wollten wir das Stück Verwirrung nennen. Und ich finde, wenn die Verwirrung nicht ins Chaos mündet, kann sie spannend sein. Je suis Fassbinder bringt die Verwirrung unserer Zeit auf die Bühne. Unterhaltsam und vielschichtig. Im Stück spricht die Mutter von Fassbinder das aus, was wohl auch heute den Erfolg der Rechtspopulisten erklärt. Wenn alles wirr und unsicher ist, könnte doch ein autoritärer, aber netter Diktator für Sicherheit sorgen.